Guten Morgen, am vierten Tag am Lago Ledro. Es ist 10 Uhr und hat gerade mal 12 Grad. Die Wolken hängen ziemlich runter, aber noch ist es trocken. Deshalb und wegen der angesammelten 3500 Höhenmeter die letzten Tage werde ich heute nicht so hoch aufsteigen. Ich fahre also erstmal nach Nord ins Valle di Conseil, um nachher den dortigen Trail runterzufahren. Dazu muss ich erst einmal ein wenig klettern. Diesmal nur 4 bis 6%. Da brauche ich Agility und kann sogar die Kamera halten. Mittlerweile bin ich am Refugio al Faggio angekommen und an dieser idyllischen Wasserstelle startet nun der Trail. Hier lässt es sich auch mit einem Hardtail ganz prima fahren. Mittlerweile bin ich wieder zurück in Lenzumo und marschiere, Lenker in der rechten, Kamera in der linken, Richtung Val d'Avai. Wie man auch aus den Höhenlinien sehen kann, geht es hier meist zwischen 9 und 11% hoch bis zum Sattel Bocca di Trad. Von dort führt der Weg weiter runter nach Garda. So weit fahre ich heute natürlich nicht. Erstens ist das Wetter unpassend wegen der tief hängenden Wolken. Zum anderen wäre ich auch viel zu spät dran. Daher biege ich schon vorher auf einem MTB-Trail ab und sah sie wieder runter nach Lokka.
Dieser Verbindungspfad wird im weiteren Verlauf noch ziemlich übel. Mit dem Blick hinunter nach Locca möchte ich mich für heute verabschieden, wenn auch etwas früh am Tag. Morgen geht's wieder heim. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen so viel Spaß gemacht wie mir das Fahren. Bis demnächst, euer Furios Fredel.